Endlich, ha, möchte ich sagen, endlich können wir wieder Pokémon spielen. Verzeiht die etwas längere Pause zwischendrin, das war erneut nicht unsere Absicht, aber so ist nun mal die Alltagsrealität ein bisschen. Mats hat ja eine Arbeit und macht das hier immer nur in seiner Freizeit, und das ist halt nicht immer so problemlos möglich, aber der Wille ist immer da, weil uns das beiden, glaube ich, immer noch sehr viel Spaß macht und wir das auch unbedingt zu Ende bringen wollen. Also ich hoffe, dass dir das auch noch weiterhin so geht, und wir sind vor allem gerade an einer guten Stelle. Weißt du noch, was wir jetzt machen müssen? Weißt du überhaupt, was wir zuletzt gemacht haben? Es ging um Pokémon. Ja. Die man fängt und wir müssen alle fangen. Wo waren wir denn zuletzt? Und wir sind hier in dieser gelben Stadt. Ich würde lügen, wenn Saffronia City sind wir. Wir wollten noch irgendwo hingehen von hier aus. Also pass auf, wir waren zuletzt in einem großen Gebäude. Ja, das war in diesem Bürogebäude waren wir da. Mhm. Und wem sind wir da begegnet? Moment. Es war nicht Team Rocket. Doch. War es Team Rocket? Es war Team aber Rocket, unterlaufen haben. Genau, aber der Chef war doch nicht von Team Rocket. Nee, das Silph-Co-Gebäude ist das. Und ach so, richtig, genau. Das die wurden halt da irgendwie so unterwandert. Ja. Das sind ja eigentlich Pokéball-Hersteller. Du hast doch den Meisterball geschenkt bekommen, der jedes Pokémon fangen kann. Wir haben einen Lapras bekommen. Das liegt noch irgendwo auf dem PC. Ich weiß nicht, ob wir uns das schon mal angeschaut haben am Ende der letzten Folge. Was haben wir denn aus dem Kraftwerk geholt? War das ein Zapdos? Ein Zapdos gegen ein was verwechselt habe? Lapras. Mit einem Lapras verwechselt. Also das ist und also tut mir was wirklich leid. Was gerade über Pokémon-Namen lustig? Nee, nur über diese beiden. Zapdos heißt ja bei uns nicht Zapdos, sondern Brutzler, glaube ich. Letztlich hast du gesagt, den Brutzler sofort gewusst, wie du meinst. Bei Lapras weiß ich nicht mehr, wie du ihn genannt hast. Habe ich ihn überhaupt benannt? Sie es genannt hast. Ich kann jetzt hier, ich lege mal ganz kurz was ab. Wir nehmen es aber gleich wieder mit, das Navi. Legen wir das Navi kurz ab. Ja, und nehmen mal kurz. Objektifizier mal deinen Pokémon nicht so. So, Erisch. Der Brutzler. Was ist denn... Geschmatzt? Ich hab's auch geschmatzt. Ach so, jetzt verstehe ich das. Geschmatzt. War das ein Kampf-Pokémon? Das werden wir nicht erfahren. Doch, das kann sein. Doch, ja, Bruce Lee war das wahrscheinlich. Deswegen, daher kommt's ja. Kikli. Abgeschmatzt. Erisch. Level 30 müsste... Brutzler. Nee, oder Level... Elektor? Also, der Brutzler ist auf jeden Fall nicht aus dem Kraftwerk. Ja, aber was war denn das? Aber sicher, dass wir was geschenkt gekriegt? Ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass wir noch ein Pokémon geschenkt bekommen haben. Nimm mal Quaddel. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist einfach Quaddel. Verzeiht. Quaddel? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, warum du es dann so genannt hast, aber... Ja, das ist ein Lapras. Weil das aussieht wie ein Quaddel. Das haben wir bekommen. Nein, wir haben es ja gar nicht gesehen, glaube ich, als wir es bekommen haben. Das ist das Komische. Aber... Also, das ist ein gut getroffener Name, muss ich sagen. Ein Quaddel. Das ist ein Quaddel. Das ist ein Wassereis-Pokémon. Wassereis. Mag ich beides. Ja, aber für Wasser haben wir doch, für Eis haben wir, glaube ich, noch nichts, oder? Nur noch kein Eis. Ja, also ich dachte auch, es wäre Level 30 und nicht Level 15, auf dem man es hier kriegt. Level 15 ist ziemlich gering. Also. Gut. Nee. Kannst du ja eigentlich wieder Navi holen. Ja, ich wollte gerade sagen. Man kann ja eh nicht von jedem Typ ein Pokémon im Team haben, sondern muss halt gucken, dass man möglichst auf alles eine Antwort hat mit den 6 Pokémon, die und man sich... Und wenn es nur weglaufen ist. Und wenn es nur weglaufen ist, ja. So, Quaddel. Also, wie liest sich das denn? Captain Iglo Quaddel. Vielleicht habe ich das im Schnitt gerade ein bisschen abgekürzt, das Suchen nach dem Ding. Die Sache ist, wir müssen noch nicht aus dieser Stadt raus. Wollen wir mal einen Brutzler mitnehmen? Schon mal da sind? Aber Level 50 Brutzler ist schon hart. Würde halt Voldemort ersetzen. Und ist gleichzeitig noch ein Flug-Pokémon, ne? Was war denn Hannibal Lecter für eins? Irgendwas Fleischfressendes wahrscheinlich, ne? Was die anderen Pokémon umbringt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie... Das kann auch so ein Elektroball gewesen sein und du hast so ein Wortspiel gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich war auf jeden Fall ein ziemlich gutes Wortspiel. So, Navi. So. Das ist alles nicht passiert. In der Stadt gibt's noch was du bitte machen solltest, müsstest. Okay. Ich nehme an, es ist links und nach oben. Oben ist auf jeden Fall richtig. Ja, oben ist immer gut. Hier steht so ein Typi. Ist das nicht der? Nee. Du hast das Team Rocket besiegt. Unglaublich. Hat er so nicht gesagt, aber er wollte gerne. Hier können wir mal reingehen. Ich glaube, wir waren aber schon mal in allen Dingern. Aber vielleicht sagen sie ja neue Sachen. Meine Tochter ist furchtbar. Nett. Ach so, schade.
Aber genau dasselbe. Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich würde mich an diese Geschichte würde ich mich doch erinnern. Mit der Tochter? Ja. Guck mal, die spielt Super Nintendo. Ach, und doch, hat ganz viele voller Pokémon. Ja. Ha, Thomas sagt das? Also wir sagen das? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sagt man nie was. Eigentlich sagt sie das. Eigentlich also, sagt sie, Thomas, hallo. Nee, Tom, da kommst du nicht durch mit der Nummer. Oh, hier steht ja ganz offensichtlich ja, Thomas Doppelpunkt. Ich weiß aber nicht warum. Also wir sagen, jetzt ist so, hallo, magst du Pokémon? Also ich glaube, hier ist irgendwas richtig halt. Ich habe doch dich gefragt. Wie? Du bist komisch. Nach Amaren, Ach so, das soll quasi mit deiner Stimme gesprochen. Ich soll die Nachahmerei aufgeben? Aber das ist doch mein Hobby. Wow, das ist ja eine Pocke-Puppe. Ah, jetzt kommt die endlich mal Verwendung. Was zur Hölle passiert hier gerade? Ich will das komplett vergessen. Die ist für mich, vielen Dank. Ich gebe dir das hierfür. Das habe ich ja komplett Was vergessen. Was war das denn? Ja, sie hat dich nachgeahmt, deswegen die stand da Thomas. Ist, ja gut, okay, da hast du recht gehabt. Dann offensichtlich. Dann kann ich mir auch schon denken, was diese TM ist. Einmal Mimikry. Gib sie einem Pokémon. Es wäre so nett, wenn die einfach sagen würden, das macht das und das. Kann ich dir gleich sagen, mal wieder mit der unfehlbaren Beschreibung des Spieleberaters. Euer Pokémon imitiert die letzte Attacke des Gegners. Oh. Oh. Oh, sie können es alle lernen. Ja, dann musst du dich aber entscheiden, doch. Also das Ding, wenn man jetzt da strategisch denkt, ist das natürlich, wäre natürlich gut für ein Pokémon, was viel aushält. Mhm. Und was in dem Fall dann ja einfach also die Attacke nachahmt, wäre natürlich eigentlich ein Job für Navi. Klingt jetzt erstmal so vom Gefühl gar nicht schlecht. Ich würde das vollkommen dir überlassen, Mats. Ich gucke, was hat ein Navi noch so? Aber gut, dass du random in das Haus reingegangen bist. Ich habe das komplett vergessen. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Reflektor? Ist Reflektor nicht genau sowas? Nee, Reflektor reduziert irgendwie physischen Angriff oder sowas. Body Slam behalte ich aktuell. Was wir bisher wenig benutzt haben. Blitz. Verringert den Schaden durch normale Attacken um 50%. 50? Reflektor, also normale Attacken, keine. Ja, aber dann ist das doch sinngemäß dasselbe, nur dass wir doppelt so viel Schaden kriegen, also 50% mehr als bei Reflektor, dafür aber 100% wieder austeilen. Das ist eine eigenartige Herangehensweise. Das Ding ist, was der Gegner macht, ist ja nicht immer eine Attacke. Also auch wenn der eine Statusveränderung macht, reproduzierst du den Status verändern. Und was passiert, wenn das ein Elektroball ist und der jagt sich in die Luft? Macht Finale? Ja. Ich glaube, dann macht deins. Also, dann ist ja der Gegner schon weg. Das heißt, du kannst ja gar keinen Angriff mehr dann machen. Okay. Denn ja, nicht, dass ich das dann auch noch in die Luft Wobei, bringe. Ich weiß nicht, wenn zum Beispiel ein Elektroball Finale macht. Ja. Und Navi aber dadurch nicht stirbt. Ja. Sondern das Elektroball weg ist und dann kommt das nächste Pokémon rein und dann machst du Mimikry und bist als erstes dran. Ob es dann einfach Finale selbst macht, das weiß ich nicht. Es wäre sehr interessant. Allein dafür werde ich jetzt Reflektor aufgeben. Okay. Die Vorstellung ist halt so schön, wenn einer kommt und Navi so eine verpasst und Navi verpasst die halt genauso eine, nur dass das Navi halt egal ist. Da schlägst du dich quasi selbst. Ja, also du schlägst dich selbst. So, was ist hier sonst noch los? Was haben wir hier? Geh mal erstmal an ihren PC oder so. Es ist nur eine Puppe. Ach so, die sammelt hier Puppen. Pokepuppen. Nee, das ist ein echtes. Gigidi. Wie schnell kannst du gigidi? Ich kann sagen. Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Hä? Ich glaube, dieser Rome ist broken. Ein Spiel mit Mario. TM. Da kommt Nintendo. Ja, so geht das nicht, Freunde. Ihr nennt das jetzt Bernd. So geht das nicht. Ihr gehört zwar zu uns, aber so nein, geht das nicht. Das möchten wir nicht. Meine Geheimnisse. Zeitvertreib im Minenspiel. Hobby, Puppen sammeln. Lieblings-Pokémon, Pipi. Ist Zeitvertreib und Hobby nicht das gleiche? Ja, also da. Hier gehen wir jetzt raus. Ein seltenes Pokémon. Es ist nur eine Puppe. Tschüss. Ist da bestimmt irgendwas versteckt? Ich glaube nicht.
Glaub nicht, Mats. Und wenn doch, dann sitzt du gleich da und denkst du, das hätte ich das gewusst. Was ist denn, wenn wir nochmal mit ihr reden können? Nochmal diesen Thomas. Achso, okay. Achso, es geht nochmal. Sag mal, macht es dir wirklich viel Spaß, mich nachzuahmen? Darauf kannst du wetten. Es ist ein Brüller. Also das hat alles sie gesagt. Man selbst sagt nie was. Aber wenn wir nachgeahmt werden, dann sagen wir schon was. Wir hören es nur nicht. Ja, vielleicht. So ist es doch. So, was sagt er? Meine Tochter ahmt gerne Leute nach. Wenn er jetzt gestanden hätte, was du gerade gesagt hast. Ja, wegen ihres Minenspiel. Ja, ja, ja. So Metal Gear Solid mäßig. Lege den Controller auf den Tisch. Was wir zuletzt gespielt haben? Ja, Pokémon. Nee, in dem Super Game Boy waren zuletzt so tolle Spiele wie Godzilla oder Terminator. Die sind auch gut. Sag Froni, hast du die goldene letzte Hand? Nee. So, hier, wir die waren... Da. Also nicht das, aber das daneben. Da wollen wir hin. Da? Yes, genau. Waren hier zwei in einem? Na, die eine war die Kampfarena, wo es nur diese Kampf-Pokémon gibt und du dir ja dann eins ausgesucht hast. Ah, richtig. Ja, und das hier ist die richtige Arena von... Okay, wir sind auch ziemlich gut ausgestattet. Wir fangen mit Patte an und hören wahrscheinlich dann auch mit Patte gleich, auf. Gleich das Ass. Nee, das ist natürlich... Ich würde mal Captain Iglo nach vorne nehmen. Weißt du, was für Pokémon du hier... Das werden wir gleich sehen. So oder so wird sicherlich eine angenehme Überraschung für Patte. Das sieht aus wie Wasser. Was sieht aus wie Wasser? Blau. Achso. Von der Leitung Sabrina. Bisherig sehr. Robse, die kleine... Robse ist immer vor dir. Mats. Ja, da, und ich werde immer enttäuscht sein. Ich werde immer tief enttäuscht sein. Robse. Wenn Robse das geschafft hat, schaffen wir das auch, ey. Also bisher haben wir alles geschafft. Möchte ich mal sagen. Und es lief auch immer gut. Ja, wir probieren mal. Gucken, was ist. Hey, warte, du Champion in Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinesis, also nicht unbedingt blau. Anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen, okay. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Was ich lustig finde, weil die Kampfarena ja. Ist direkt hier neben. Ja, ja. Das ist, wo war denn das? Das gibt's doch in allen möglichen asiatischen Kampffilmen, wo eine Kampfsportschule gegen die andere Kampfsportschule an. Oder wie war das? Die Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront und so, das ist alles nicht so gut. Also, es sind auf jeden Fall welche, die so. Psycho-Pokémon. Gut gegen Psycho. Was ist der gut gegen Psycho? Gewalt. Nee. Eben nicht. Also. Das war Feuer auch nicht. Das krieg ich gerade nicht mehr zusammengereimt. Nee, es was, gibt auch nicht schon viel, mal? Was Gift? gegen Psycho im Vorteil ist. Ist einfach so. Aber Captain Iglo ist gut. Ja, komm, was soll's? Wir probieren einfach mal. Wir gucken einfach mal, was passiert. Wenn du ein Geist-Pokémon hättest, dann vielleicht, aber so. Wir haben kein Geist-Pokémon. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arena-Leiterin. Wir lassen dich also nicht einfach zu ihr gehen. Na dann musst du jetzt sterben. Captain Iglo. Die schweben neben ihm. Der Psycho möchte kämpfen. Das war, ich hab dann eher gesehen. Das könnte, ja. Also, Captain Iglo gegen uns. Fleckmon. Drachenwut war, ach, das war das, wo die Hälfte abgezogen? Nee, oder ein Drittel oder ein Fünftel? Es macht immer 40. Einfach straight 40. Dann gucken wir mal, was passiert. Wenn wir einfach mal straight 40 abziehen. Okay, da müssen wir so eine Kopfnuss. Wie, ich denke, das ist ein Psycho-Pokémon. Was ist denn an einer Kopfnuss jetzt bitte Psycho? Ja, es ist ein bisschen false advertising gerade. Das wird eventuell nicht so effektiv sein. Ja, stimmt. Nicht effektiv. Weil das ist nämlich auch ein Wasser-Pokémon. Ah! Ja, dann kriegt es jetzt nochmal... Noch eine Drachenwut. Ach, das ist ja auch ein Level über uns, habe ich gerade gesehen. Naja. Ja, wie gesagt, zur Not haben wir Paddel. Wir haben einiges zur Not. Noch ein Fleckmon. Nee, das hat er eigentlich ja ganz gut gemacht, der Captain. Ob er direkt... War er früher... Na gut, er war ja nicht immer... Captain, er war irgendwann mal Iglo. Ich habe übrigens, weil ja auch schon mal das Verlangen in den Kommentaren geäußert wurde, dass wir uns nochmal duellieren. Ja. Das fände ich auch schön, wenn das nochmal passiert, aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit nicht nochmal aufgeholt. Also ich bin wirklich gerade noch beim Felstunnel. Ja, in der roten Edition. Das deswegen ist noch ein bisschen, also ich da ein bisschen nachholen. Tom ist in der Richtung tatsächlich gerade der Noob von uns beiden. Ja, ich der hätte, ich hätte aktuell keine Chance.
also ich glaube, allein Patte würde mein ganzes sagen, Team auslöschen. Das ist halt, also selbst später wirst du keine Chance haben. Das sage ich jetzt, also da kann ich da ja auch gar ich nichts ja den Mund für. Hat nichts mit meinem Wissen oder Können zu tun, sondern einfach, dass ich habe Patte. Ich ganz, ganz vorsichtig. Ich habe Patte. Patte gewinnt so oder so, selbst wenn du ihn besiegst. Mats, du kennst doch nicht Patte, alle 150 Pokémon. Ich kenne auch noch nicht mal die Hälfte. Ja? Da, was kommt jetzt, wenn ich hingeguckt, was kommt? Egal. Ach, Dass sie, also kannst du ja denken, ne? Dass eventuell die Fortentwicklung von. Muss ich Pokémon verstehen, ist. Wie das zusammenhängt, das Pokémon? Was ist das ist da eine große Muschel, die ihm am Schwanz hängt. Und warum ist es dann vor ihm? Weil er den so hält. Der umarmt quasi die Muschel, die gleichzeitig aber noch seinen Schwanz im Mund hat. Okay. Dann bringen wir es um. Ja, Aquaknarre, ich bitte dich, gegen ein Wasser-Pokémon. Das ist doch nicht effektiv. Das weiß man doch. Mich wundert auch, dass er keine Psycho-Attacken macht, weil wenigstens so eine Konfusion jetzt mal. Er hat schon mal probiert. Spoiler. Und auch noch fehlgeschlagen. Ja, es war jetzt, sagen wir mal, nicht der erfolgreichste Einstand, um mir jetzt hier eine Art von Respekt zu entlocken. Hast jetzt allerdings nur noch zweimal Drachenwut übrig mit Kippen. Ja, wir haben ja noch fünf andere Pokémon. Doch, was ist denn da vor uns? Nice. Sehr gut. Ich habe die Konzentration verloren. Da könnte alles. Hast recht. Aber Psycho. In Saphonia City gab es zwei Pokémon-Arenen. Allerdings hat der Kampf-Dojo den Status als Pokémon-Arena verloren, weil wir die Trainer besiegt haben. Aber ich habe. So funktioniert das. Da steht zwar immer noch Arena dran, aber man kriegt halt keinen Orden mehr. Wir sind von hier oben gekommen, ne? Nur, dass ich das. Tja, das ist ein Rätsel. Ich glaube, ich habe es gelöst. So, machen wir unsere Psy-Kräfte, Psy-Kräfte Angst? Na, bisher geht's so, weil bisher habt ihr da noch nichts gesehen. Wenn ihr sie mal benutzen würdet?